Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von uns. Mein Name ist Bottom Reaper. Hier ist dazu recht. Und das letzte Video von dir, Azure, das kam mir ganz gut an, wo du mit Kotl unsere Escape-Aktion da gezeigt hast, beziehungsweise deine Escape-Aktion. Und wir dachten uns, die Aktion, die wir jetzt gerade im letzten Game gemacht haben, die war auch cool. Und die können wir euch mal zeigen. Nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Ja, also sieht folgendermaßen aus. Der Azurich und ich laufen beide weg vor diesem Team hier. Es sind Viva, es sind Ember Spirit und es ist die Maiden. Und ich bin ein bisschen weiter vorne als er. Wir lassen die Szene einfach mal laufen. Zuerst so auf 05. Also ich sehe nichts, ich bin auf dem Desktop. Ja, der ist auf dem Desktop. Ich habe dich auch nur hierhin geleitet, um zu sagen, was du dabei empfunden hast. Jetzt kommt der Wisp, blinkt sich hier rein, zusammen mit Trubik. Und was hast du in dem Moment gedacht? Oh mein fucking Gott, ich bin tot. Ja, nee, mir war ja klar, dass die da irgendwo kommen. Dann kam auf einmal der, dann sehe ich das schon auf der Minimap und dachte mir nur, ja, fuck, ja, bin ich eh tot. Sowieso tot, ja, weil alle irgendwie kamen. Wie viele kamen da? Da kam, also insgesamt stehen jetzt neben dir Rubik, Wisp, Viva, Ember Spirit und Main, Ja, also das gesamte Team. ich hab natürlich nur eins gedacht. Fuck, ja, und das Einzige, was ich nur gemacht habe, ist direkt einfach Spam von meinen Boots of Travel auf die Base irgendwie. Aber irgendwie ging das nicht. Ich wurde irgendwie so ein bisschen gemoved oder so, so komisch. Und das hat einfach nicht funktioniert. Und ich habe auch gar nicht gesehen, dass auf einmal hier Dazzle Bottom Reaper da ankommt. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Also dachte ich mir so, ja, scheiße. Ja, ich habe nur meine AP gesehen. Bam, 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 bam. Oh, ich bin tot. Aber es kam dann anders. Ja, und zwar Chaos folgendermaßen. Ihr seht jetzt, achtet genau auf seine HP und wie perfekt das getimt war von mir. Weil ich bin ja zurückgekommen, hab ihn geheilt, dachte mir, okay, gut, das Einzige, was du jetzt machen kannst, ist darauf zu hoffen, dass sein Shallow Grave durchtickt. Denn die Dauer ist 5 Sekunden. Wie lange ist die Dauer für seinen Port? Wie lange braucht das circa, der Ja, mit auf dem jeden Boots of Fall Travel? weniger. Ich glaube, 3 Sekunden waren Ja, das. Ich irgendwie sowas. habe mich noch nie beschäftigt mit. Auf So. jeden Fall habe ich das gar nicht ja bemerkt. Ich sehe nur auf einmal, ich lebe noch. Ja, ich habe ja immer noch mein F da gespammt für meine Boots, mein Hotkey. Und denke mir so, was leuchtet da auf mir? Warum lebe ich noch? Und ich sehe nur, wie meine Boots auf einmal durchticken. Und ich so, warum? Warum? Und dann bin ich in der Base und sage nur, guck mal, wo ich bin. Also, und er nur so, wie, warum? Ja, ich lebe noch. Und er nur so, was? Warum? Ja, das war auf jeden Fall lustig. Also ich glaube, man muss dabei gewesen sein, aber Ja. ich hielt das für eine ziemlich lustige Aktion. Vor allem, da wurde er wirklich von mir mit 183 HP oder so Radiant's gerettet. middle Das war tower ja is under ernsthaft. attack. Meine Ingame-Reaktion war Radiant's natürlich structures deutlich are anders. off. Ich meine, wenn man dabei ist, dann ist Radiant's das middle. immer geiler. Radiant's Und ich bottom habe nur noch tower. gemacht. So in etwa. Ja, so in War etwa. schon cool. War schon ein cooler Ich Moment. finde das gerade nicht. Doch mal die Stelle. Ah, ist ja auch egal. Es ging einfach. Ah, da ist es nochmal im richtigen Durchlauf. Laufen beide los. Sagen Dark so, okay, Light! gleich kommt irgendwer. Das war einfach nur lustig. Jo. Wollten wir euch einfach mal zeigen und Grave! ja. Ja, das war's. Dann zeigen wir das nochmal ganz schnell. Shadow Wave! Jupp. Und da ist er. In diesem Sinne, Jungs, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Ciao, ciao.